Das von der UN ausgerufene internationale Jahr der Böden, auch ein Kernthema bei uns in diesem Jahr auf dem Erlebnisbauernhof. Dabei präsentieren sich unter anderem die Partner vom Deutschen Bauernverband, vom Verband der deutschen Pflanzenzüchter, aber auch aus dem Bereich der Düngung vielfältig und vor allen Dingen verbraucherorientiert. Denn Boden geht uns alle an. Insofern wollen wir zeigen, wie wichtig Böden sind für die Menschen und für die Landwirtschaft. Wollen zeigen, was die landwirtschaftlichen Betriebe alles machen, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, um gute Erträge zu erwirtschaften und den Boden zu schonen. Ja, wir haben das hier am Stand umgesetzt, indem wir einfach mal zeigen, wie war es im Jahr 1900 und wie sieht das heute aus mit den Böden und welche Rolle spielt der einzelne Landwirt. Der einzelne Landwirt hat 1900 4 Personen ernährt von 100 Hektar und hat 30 Personen beschäftigt auf den 100 Hektar. Und heutzutage sieht das so aus, 144 Personen werden von einem Hektar, also von dem Aufwuchs, ernährt und 3 Personen schaffen die ganze Arbeit. Wir versuchen mit dem Verbraucher ins Gespräch darüber zu kommen, dass die Düngung hilft, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Es ist ein Teil der Bodenfruchtbarkeit. Es gehören auch andere Faktoren dazu, wie die organische Substanz im Boden zu erhalten, Humus. Das wird oftmals breit diskutiert. Dabei sind sich alle einig, der deutsche Boden oder die deutschen Böden befinden sich aktuell in einem selten guten Zustand. Zum Vergleich, um 1800 rum lag der Weizenertrag pro Hektar Erntefläche bei rund 1 Tonne. Aktuell haben wir hier einen durchschnittlichen Weizenertrag von 8 Tonnen je Hektar. Gemessen daran haben wir eine kontinuierliche Steigerung durch moderne Züchtung, durch Düngungsmaßnahmen, durch Pflanzenschutzmaßnahmen erzielt, sodass wir dieses hohe Niveau erreichen konnten und hoffen, dass durch Züchtungsmaßnahmen und weitere Optimierungen des Anbaus auch noch ein Stückchen dazukommt. Er ist nicht so schlecht wie manche Unken. Es gibt nun nicht den Boden, sondern es gibt verschiedenste Böden, genauso wie es verschiedenste Klimaräume gibt. Und wir Pflanzenzüchter bieten im Grunde durch eine Sortenvielfalt bei den einzelnen Arten dann auch dem Landwirt die Möglichkeit, sich das auszusuchen an Sorte, was er für seinen Standort, und das spielt eine Rolle, benötigt. Es gibt in der Wissenschaft viel über Risiken und Gefährdungen. Insofern fordern wir auch, dass es ein Monitoring geben soll über den Zustand der Böden. Aber die Erfahrungen, die wir haben aus Dauerdüngungsversuchen, aus der Wissenschaft, zeigt, dass wir heute gute, produktive Böden haben. Die nach wie vor sich in der Schwebe befindliche Novelle zur Düngeverordnung betrifft dabei alle, mal mehr, mal weniger. Diese hat künftig zum Ziel, Ressourcen und damit auch den Boden zu schonen. Die Knackpunkte sind natürlich, dass letztendlich alles darauf ausgerichtet ist, weniger zu düngen oder ganz zielgerecht zu bestimmten Jahreszeiten nur zu düngen. Und wir versuchen natürlich da auch wieder an dem Rädchen zu drehen und die Pflanzen nährstoffeffizienter zu machen, stickstoffeffizienter. Und dazu müssen wir nicht nur die Pflanze oben anschauen, also in ihrem grünen Wachstum, sondern wir gehen jetzt sozusagen in den Boden. Für uns muss aber feststehen, und da ist sind auch unsere großen Bedenken bei der Novelle der Düngeverordnung, dass wir auch in Zukunft eine Düngung bedarfsgerecht betreiben können. Dass wir also den Bedarf der Kulturen an Nährstoffen decken können und dass wir praxistaugliche Regelungen haben, dass die Landwirte damit umgehen können, dass sie umsetzen können und dass wir letztlich unterstützt werden in einer bedarfsgerechten Düngung, aber nicht zu sehr reglementiert werden. Ein für den Verbraucher an sich eher wenig greifbarer Aspekt. Deswegen setzt die Öffentlichkeitsarbeit der Partner hier im Internationalen Jahr der Böden an wesentlich leichter vermittelbaren Themen an, so zum Beispiel am Sachpunkt Flächenverbrauch. Dass es uns gelingt, in diesem Jahr auch eine gesetzliche Regelung zu erhalten, dass landwirtschaftliche Böden erhalten werden und das Thema Siedlungs- und Verkehrsentwicklung eher in den Orten, in den Städten stattfindet und weniger Fläche in Anspruch genommen wird durch Siedlungs- und Verkehrsmaßnahmen. Weil 73 Hektar pro Tag, das sind über 100 Fußballfelder, das ist zu viel und da müssen wir dringend von runter. Die einzelne Pflanze ist nicht nur in der Lage, Nahrungsmittel zu erzeugen, sondern auch von mir aus einen nachwachsenden Rohstoff
oder auch ein Tierfuttermittel. Also hier die Botschaft, die wir hier verteilen, ist nicht Teller oder Tank, sondern wir verteilen hier die Botschaft Teller, Trog und Tank. Alleine schon mal durch die Präsenz hier auf der Grünen Woche, damit ist es nicht getan. Über den Industrieverband Agrar haben wir eine Broschüre auch erstellt für Lehrer, um entsprechend auch Schüler richtig und korrekt zu informieren darüber, was bei Düngung eigentlich gemacht wird, was Sinn und Zweck des Ganzen ist und welche Konsequenzen das hat. Das internationale Jahr der Böden, ein Thema, das uns definitiv alle angeht.